Vorab zu meiner Person, ich bin seit 2011 im Hause oder in der Firma Frerichsglas tätig. Bin dort zuständig für das Objektgeschäft im Isolierglasbereich, aber auch für einzelne Scheiben, was der Tischler bei uns anfragt, sprich eine Terrassenverglasung für ein Dach, für die Terrassentür. Ja, so viel vorab. Denn allgemein zu meiner Präsentation, das ist aufgeteilt in drei verschiedene Teile. Hauptteil wird sein das Holz-Glas-Verbundelement, die HGV-Fassade. Wurde gestern ja schon angesprochen, haben Sie, glaube ich, jetzt auch inzwischen alle schon gesehen im Zentrum für nachhaltiges Bauen. Dürfte von der Theorie allgemein bekannt sein. Geht jetzt noch so ein bisschen in die Technik drauf ein, was man beachten muss, was wirklich die Besonderheiten sind des Systems. Das einmal zuerst. Ja, die Uniglas-Facade. Was ist die Uniglas-Facade? Die Uniglas-Facade ist eine Fassade, ökologisch, nachhaltig und ästhetisch. Das Besondere dabei ist, dass wir ein Isolierglas direkt mit einer Holzkoppelleiste verkleben. Also wir haben eine Holzunterkonstruktion am Bau, ein Holzträgerwerk. Dann haben wir die Holzkoppelleiste, die auf das fertige Isolierglas im Werk aufgeklebt wird. Genau, in Kombination mit dem Isolierglas, die Verklebung. Und hier kann man das Ganze denn sehen, wie das hinterher an der Fassade aussieht. Also das Isolierglas wird aufgrund dieser Koppelleiste direkt auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt. Wir brauchen keine anderen Materialien am Bau mehr. Woher kommt das ganze System? Wie gestern schon angesprochen wurde, es ist noch ein relativ junges Produkt, seit 2014 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung am Markt, wurde in Zusammenarbeit von mehreren Firmen entwickelt und erforscht. Dazu zählt zum Beispiel die Firma Petschnig sowie die Firma Frerichsglas aus dem Hause Uniglas in starker Zusammenarbeit mit der Firma Otto Chemie, der Holzforschung Austria und der Technischen Universität Wien. Die hat uns da auch sehr stark unterstützt. Allgemeines zur Konstruktion oder zu dem Produkt an sich. Es ist, wie schon angesprochen, geprüft durch akkreditierte Institute und es ist geprüft sogar in Anlehnung an die ETAG-Zulassung für Structure Seal and Glazing Systeme. Und wie schon angesprochen, seit 2016 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung auch am Markt tätig, was das Ganze natürlich für die Planer, Bauherren und Architekten stark vereinfacht. Und das Ganze kommt einer geregelten Konstruktion gleich, was somit eine schnellere Planung und Realisierung des Bauprojektes ermöglicht. Hier können wir noch einmal ganz gut sehen, wie das Ganze letztendlich in der Fassade aussieht. Wir haben hier die Unterkonstruktion, das Holzträgerwerk. Dann haben wir das Isolierglas, was im Werk vorgefertigt wird mit dieser verklebten Koppelleiste. Die wird dann direkt am Bau oder im Werk, je nachdem, was als Ausführungswunsch von dem Planer und Bauherrn gewünscht ist, ob er eine fertige Wand zur Baustelle angeliefert haben will oder vorgefertigte Elemente, die er selber verschraubt. Dann wird, wie gesagt, am Bau direkt in die Unterkonstruktion verschraubt und mit einem Dichtband und entsprechender Versiegelung versiegelt. Und dann ist die ganze Fassade schon fertig. Kommen wir hinterher nochmal auf ein Montagevideo. Da sehen wir, wie wirklich oder wie einfach das ganze System in Wirklichkeit ist. Man kann sich das schwer vorstellen, wenn man es noch nicht gesehen hat. Aber schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Das Holzglasverbundelement. So sieht es in der fertigen Fassade aus. Wie gesagt, Sie haben es ja auch schon hier sehen können. Hier haben wir jetzt ein anderes Referenzobjekt, wo man das Ganze auch nochmal schön von außen sehen kann, was für eine schöne Optik wir denn haben. Also wir haben eine nur Glasfassade, keine anderen störenden Materialien mehr. Woher kommt das ganze System? Ich habe es eben schon angesprochen, die Firma Petschnig und die Holzforschung Austria und die Technische Universität Wien war federführend mit an der Forschung beteiligt. Also es ist ein Produkt, was mehr oder weniger in Zusammenarbeit mit der Firma Uniglas, mit der Firma Frerichsglas aus Österreich immer weiter nach Deutschland kommt und jetzt auch, wie bereits angesprochen, in Deutschland mit einer ABZ eingeführt ist. Woher kommt das Ganze? Wie schon angesprochen,
Die Holzforschung Austria war stark beteiligt. Wir haben gestern alle gelernt, wie nachhaltig und wie ökologisch Strohballenbauten sind in Kombination mit einer Holzkonstruktion oder mit einem Holzträgerwerk. Die Österreicher sind, wie wir alle wissen, sehr holzaffin und haben natürlich überlegt, was kann man machen, um diese Fassade des Systems noch ökologischer und noch mehr in Bezug auf das Holz mit einzubringen. Und so kam der Gedanke, das Holz direkt mit dem Glas zu verkleben, um störende, in Anführungsstrichen, Materialien wie Aluminium zum Beispiel aus der Fassade auszuschließen. Ja, gestern wurde auch schon angesprochen, was unser aller Aufgabe eigentlich ist. Wir müssen nicht nur die ökonomische Seite betrachten, sondern wir müssen auch die ökologische Seite beachten. Jeder von uns sollte einen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Da ist natürlich immer zu beachten, was oder wie können überhaupt ökologische Bauprojekte auch ökonomisch sein. Das Ganze steht immer mehr oder weniger in einem Spannungsverhältnis. Was da beachtet werden muss oder was bewertet werden muss, sind die Einflüsse überhaupt der Umweltfaktoren, Investitionen und Kosten. Steht das zusammen in einem passenden Verhältnis? Und natürlich ist das Ganze überhaupt praktisch umsetzbar. Da haben wir denn auf der ökonomischen Seite, was natürlich für jeden Bauherrn spannend ist, man will möglichst niedrige Investitionskosten haben, die Betriebskosten oder Folgekosten hinterher reduzieren und natürlich auch jeder legt Wert auf Qualität und möchte hinterher eine sichere und sparsame Produktion und auch Montage gewährleistet haben, um Folgekosten oder unerwartete Folgekosten am Bau zu vermeiden. Ökologisch das Ganze. Was ist ökologisch für uns spannend? Wie schon erwähnt, wir legen alle einen Wert auf hohe Nachhaltigkeit und wollen eine möglichst geringe Umweltbelastung schon vor der eigentlichen Fassade. Also wir wollen möglichst weit den Primärenergiebedarf senken. Wie kriegen wir das hin? War auch ein Grundgedanke dieses Systems. Deshalb Holz wieder mit einbezogen, wir haben alles nachwachsende Rohstoffe in der Fassade. Glas ist, wenn man so will, ein nachwachsender Rohstoff. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Und andere Materialien benötigt es fast gar nicht. Das Ganze hinterlässt dann natürlich auch, wie man immer so schön sagt, einen möglichst geringen CO2-Footprint. Das Alleinstellungsmerkmal der Fassade. Gesehen haben Sie es jetzt alle schon. Man sieht es, dass wir von innen diese schöne Ansicht haben. Wir haben keine anderen Materialien. Man sieht es hier nur diese Holzunterkonstruktion, wo direkt das Isolierglas aufgeschraubt ist. Man kann es auf dem Bild gut sehen. Es können auch sämtliche Öffnungsflügel mit eingebracht werden. Da ist es dann so, dass diese Koppelleiste direkt auf die Konstruktion oder auf den Rahmen aufgeklebt wird. Und dann ist es auch wieder das gleiche Prinzip. Der Öffnungsflügel wird in die fertige Konstruktion eingeschraubt. Man kann nachträglich innerhalb der Fassade diese Elemente versetzen, wie man will. Man muss hinterher nur einfach einmal neu versiegeln. Und so kann man dann auch natürlich Reparaturen sehr leicht vornehmen. Dann, wie schon angesprochen, die Ressourcenschonung. Es sind alles nachwachsende Rohstoffe und natürlich, wie man sehen kann, eine sehr hohe Behaglichkeit und eine sehr anspruchsvolle Ästhetik im Gebäude und vom Außen auf die Fassadenansicht. Wir haben, was auch schon erwähnt wurde, brauchen wir keine Sekundärkonstruktion mehr aus Stahl und Aluminium. Wir haben wirklich nur diese Holzkonstruktion als tragendes Element mit dem Glas zusammen. Sehr rohstoffschonende Architekturen natürlich und ein warmes und behagliches Ambiente oder Holzdesign. So, nun die ökologischen Vorteile. Wir sind ökologisch, haben Sie alle schon gehört. Jetzt wollen Sie natürlich auch Zahlen und Fakten haben. Wir senken den Primärenergiebedarf im Vergleich zu einer herkömmlichen Aluminiumfassade um bis zu 209 Kilowatt pro Stunde und haben einen CO2-Emissionsäquivalent um bis zu 43% reduziert und können mit der Fassade einen UW-Wert oder UCW-Wert von bis zu 0,69 realisieren. Wenn man das mit einer herkömmlichen Aluminiumfassade gleicht, ist das, wie gesagt, eine Einsparung um bis zu 43%, wie man den Wärmedurchgang vermindern kann. Zum Glas an sich. Was können wir oder was ist mit der ABZ zu realisieren? Wir können Glasgrößen realisieren von 2,50 Meter bis zu 3,50 Meter.
Das ist alles durch die ABZ abgedeckt mit einer maximalen Gesamtdicke oder Elementdicke von 56 mm für jede Glaseinheit. Das Ganze entspricht einem Gewicht von 525 Kilogramm pro Scheibe, wenn wir mit 3 x 8 mm Scheiben rechnen. Um die Absturzsicherheit zu gewährleisten, ist auch entsprechend das Ganze geprüft in der Kategorie A und C mit einer mindestens Kantenlänge von 540 mm, die erforderlich ist, und einer maximalen Größe von bis zu 2480 x 3540 mm. Man sieht, dass wir theoretisch jede Scheibe auch absturzsichernd ausführen können in der Konstruktion. Konstruktionsholz für die Fassade. Ist für den Tischler bestimmt interessant, was brauchen wir überhaupt für Holz oder welches Holz ist zugelassen. Wir brauchen eine Mindestqualität der Holzsortierung von 24 Stunden für Brettschichtholz. Und zulässig sind alle Brettschichtholzarten nach der EN 14080 und in Verbindung natürlich mit der DIN 20003. Und zulässig sind auch Buche und oder Eiche nach ABZ oder nach der ETA, die für das Produkt gelten. Das Furnierschichtholz muss entsprechend nach der DIN EN 14374 zugelassen sein. Und es ist eine Mindestbreite der Pfosten und Riegel von 60 mm nicht zu unterschreiten. Also das sind diese Auflagen, die gegeben sein müssen, wo man nicht von abweichen darf. Man kann natürlich ein Riegel von 100 mm oder von 80 mm nehmen, nur man darf diese 60 mm nicht unterschreiten. Und wie schon angesprochen, das HGV-Element oder das Isolierglas wird denn mit der Unterkonstruktion verschraubt. Je nachdem, was gewünscht ist, entweder es passiert schon im Werk, dann hat man eine vorgefertigte Wand, die am Bau nur noch aufgestellt wird, oder das Ganze passiert am Bau. Zur Montage an sich. Wir haben, wie schon angesprochen, einen sehr hohen Vorfertigungsgrad im Werk. Wir haben die Isolierglaseinheit, die nur noch an der Fassade aufgeschraubt werden muss oder an der Konstruktion verschraubt werden muss. Das Ganze ist dann sehr leicht. Da sind natürlich auch bestimmte Voraussetzungen gegeben. Es muss eine bestimmte Feinjustierung gewährleistet sein, damit auch das eine Element in das andere Element passt. Die Verschraubung ist es so, es muss jedes einzelne, wir sagen immer bei der Koppelleiste, die habe ich hier, das kann ich nochmal zeigen, da geht doch gleich ein Muster rum. Wir sagen immer zu dieser Koppelleiste, wir bezeichnen es auch als Tal und als Berg. Das ist so, jeder Berg muss verschraubt werden an der Konstruktion. Das ist natürlich bei der Montage so, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine 2,5 x 3,5 Meter Scheibe und es soll jeder Berg verschraubt werden. Wir haben es eben gesehen, es sind relativ dichte Abstände. Es hält auf. In der Praxis ist es natürlich so, man setzt die Scheibe ein, man setzt 4 Schrauben oder 8 Schrauben, je nachdem, zur Fixierung, geht dann weiter mit der nächsten Scheibe und hinterher hat man dann einen, der nachgeht und jeden Berg in Anführungsstrichen verschraubt an der Fassade. Hinterher, sobald die Schrauben alle gesetzt sind, muss natürlich noch entsprechend versiegelt werden. Es wird eine Wetterfuge gezogen. Und was natürlich für die meisten Baustellen auch Voraussetzung ist bei so einer Fassade, dass man immer einen Kranstellplatz oder mit einem Kran zugänglich an die Fassade rankommt, um entsprechend auch die Scheiben handeln zu können. Ja, jetzt steht hier noch dran, Reihenfolge der Bauabschnitte beachten. Das fängt schon bei der Planung an. Es gibt 2 verschiedene Varianten. Entweder man plant natürlich so, dass in der Fassade oder am Bauwerk jede Scheibe ein einheitliches Rastermaß hat. Dann kann man jede Scheibe theoretisch an jeder beliebigen Stelle einsetzen oder jedes Öffnungselement an jeder Stelle einsetzen, wo man gerade möchte. Ist natürlich, da muss man Wert drauf legen, wenn man ein unterschiedliches Rastermaß hat, dass man dann schon bei Bestellung oder bei Auftragserteilung angibt, diese und diese Elemente brauche ich auf der Fassade oder für diese Seite, um da einfach hinterher einen reibungslosen Ablauf am Bau zu gewährleisten. Jetzt haben wir hier nochmal ein Video von der Montage vor Ort, wie das Ganze überhaupt montiert wird.
Ich habe jetzt schon sehr viel erzählt, wie einfach das ist. Das gucken wir uns am besten einfach nochmal an, dass Sie alle da ein Bild von haben. So, da sehen wir nochmal diese Holzunterkonstruktion, wo denn einfach das Isolierglas entsprechend aufgeschraubt wird. Man sieht denn, es wird fixiert. Und dann kommen schon die nächsten Scheiben daneben. Die werden dann natürlich auch wieder wie angesprochen fixiert. Und hinterher werden dann die gesamten Elemente komplett verschraubt. Wie angesprochen, wir brauchen noch eine Hinterführung oder eine Hinterfütterung, um die Dichtigkeit und die Wärmebrücken, um die Wärmebrücke zu vermeiden. Und das Ganze muss dann natürlich auch entsprechend wetterbeständig versiegelt werden. Und das war es dann eigentlich schon am Bau. Mehr muss nicht erfolgen. Wie jedes System gibt es natürlich auch Systemgrenzen. In den meisten Fällen ist es natürlich von den Planern, Architekten und Bauherren gewünscht, dass das Glas eine aussteifende Konstruktion übernimmt. Da ist es so, dass unser System ist geeignet für Gebäudehöhen oder Gebäude jeglicher Art bis zu maximal 2 Geschossen und bis zu einer Traufhöhe von maximal 7 Metern. Jedes Element, was gebäudeaussteifend ausgeführt werden soll, muss auch raumhoch ausgeführt werden. Da ist es so, dass die Anordnung im Gebäude entweder für aussteifende Konstruktionen immer ein Element in der vertikalen Richtung je Geschoss vorgibt und die Anzahl an horizontalen Elementen ist nicht begrenzt. Also ich kann beliebig viele horizontale Elemente zur Aussteifung einsetzen, jedoch nur ein vertikales Element je Geschoss. Das muss man immer beachten bei der Planung. Mindestbreite bzw. Mindesthöhe für diese Elemente beträgt 1 Meter oder 1000 Millimetern. Das darf nicht unterschritten werden. Und eine Maximalbreite oder eine Maximalhöhe von 3,50 Meter, was ja auch schon mit den Systemgrenzen des Glases sind. Maximale Scheibenverhältnis ist auch nicht ganz außer Acht zu lassen. Wir dürfen ein Scheibenverhältnis von 1:2 bzw. von 1:0,5 nicht unterschreiten, sonst greift die Zulassung nicht mehr. Das muss immer gewährleistet sein. Das war es soweit erstmal für die Uniglas Facade. Gibt es dazu erstmal Fragen an das System oder über das System? Die Berg- und Talleiste wird aufgeklebt auf das Glas, ne? Genau, ich kann das auch einmal rumgeben lassen. Können Sie sich das schon mal angucken? Die ist aus Kunststoff? Das ist auch ein Birkenfurniersperrholz. Okay. Das ist ein Brettschichtlaminat. Sieht das hier ganz gut. Das wird direkt auf das Isolierglas aufgeklebt. Ja. Das heißt, da ist die Luftdichtheit der Konstruktion innen ja gegeben. Und dann wird das jetzt aufgeschraubt auf den Pfosten bzw. den Riegel. Genau. Und wie kriege ich da die Luftdichtheit hin? Ist da irgendwie nochmal ein Kompriband dahinter oder so? Genau, das haben wir eben im Video gesehen. Ich kann es uns gleich gerne nochmal anmachen. Da kommt so ein spezielles Dichtband mit rein, hinter die Wetterfuge. Die Rundschnur? Genau. Das ist ja eine Hinterfüllschnur, die hier quasi reinkommt, damit der Dichtstoff keine Dreiflankenhaftung sozusagen einnimmt. Mhm. Aber auf der Innenseite meine ich jetzt. Die Konstruktion nach außen wird dicht sein, aber auf der Innenseite brauche ich ja wahrscheinlich auch nochmal einen Anschluss, oder? Meinen Sie bei der Verklebung oder? Ja. Genau, da haben wir hier auch noch ein spezielles Dichtband. Von der Firma Autochemie wurde das speziell für diese Holz-Glas-Verklebung mitentwickelt. Da haben wir vor der Verklebung noch ein spezielles Dichtband. Ja, und dann schraube ich aber ja diese Leiste auf meinen Holzständer und habe da wieder eine Fuge, die ich eigentlich dichten müsste. Auf dem Trägerwerk rein. Ja, genau. Genau, da ist auch ein spezielles Dichtband für mit, was berücksichtigt werden muss. Soll ich das mal rumgeben? Genau, das würde ich. Genau, geben wir das am besten gleich mit dazu. Zum Beispiel 100 mm, sagten Sie ja. Wird dann dieser schwarze Bereich des Glases auch automatisch breiter, sodass man also dann entsprechend den schwarzen Bereich anpasst? Der wird in dem Sinne nicht breiter, weil wir ja hinterher, wenn man jetzt einen 100 Meter breiten Riegel hat, 100 Millimeter breiten Riegel hat, haben wir letztendlich
Von außen können wir es nicht sehen, es wird versiegelt hinterher, aber wir brauchen dadurch nicht mehr oder keine stärkere Holzunterleiste oder keine Koppelleiste, weil es reicht einfach diese Materialstärke, um es aufzuschrauben. Es wird hinterher entsprechend nur breiter versiegelt. Man kann es von innen ja nicht sehen, dass die Unterkonstruktion entsprechend breiter ist als die Aufschraubung von außen, weil es versiegelt ist. Und man guckt von innen drin nur gegen diese Holzverklebung, gegen diese aufgeklebte Holzleiste. Wenn man entsprechend einen breiten Riegel nimmt, dann wird die Versiegelung natürlich auch breiter. Man kann so als Richtwert annehmen, dass man, sag ich mal, von den Kosten für die Fassade circa 20-30%, je nachdem, über einer normalen, in Anführungsstrichen, Aluminiumfassade liegt. Das ist natürlich, das sind jetzt nur reinweg Materialkosten. Da ist noch nicht dieser Montagevorteil mit eingerechnet, was man dann hinterher wieder in der Montage an Kosten einsparen kann. Das ist da nicht mit berücksichtigt. Das sind wirklich nur die Hardfacts, 20-30% mehr Materialkosten als eine Aluminiumfassade. Ja, wenn zu der AGV, wenn zu der Uniglas Facade keine weiteren Fragen mehr sind, dann würde ich weitermachen mit dem nächsten Thema. Das ist das Uniglas Vital, ein sogenanntes Wohlfühlglas. Frage an die Runde im Allgemeinen: Kann sich jemand von Ihnen vorstellen, dass es ein Glas gibt, was zum Wohlbefinden des Menschen beiträgt? Hat da jemand schon mal irgendwie was gehört oder Erfahrungen gemacht? Gut, anscheinend nicht, für alle anscheinend neu, das Wohlfühlglas. Das Besondere oder die Wirkung von diesem Glas ist, dass bestimmte Lichtwellen, die das menschliche Auge sehen kann, die in ein normales Isolierglas rausfiltert, durch die Verglasung durchgelassen werden. Das Ganze erzeugt natürlich psychologisch, therapeutisch und leistungssteigernde Wirkung beim Menschen und steigert auch das allgemeine Wohlbefinden. Wie schon angesprochen, diese Lichtdurchlässigkeit wirkt wie ein geöffnetes Fenster. Also theoretisch nimmt der Mensch gar nicht mehr wahr, dass er sich in einem geschlossenen Raum oder hinter einem geöffneten Fenster befindet, weil diese bestimmten Wellenlängen, die für den Menschen so wichtig geht, was das Wohlbefinden angeht, durch die Verglasung durch können. Wie funktioniert das Ganze, das Prinzip? Wir haben eine erhöhte Lichttransmission im Bereich von 460 mm und da ist es so, alle Wellenlängen oder Lichtwellenlängen im Bereich von 380 bis 780 Nanometern sind für das menschliche Auge sichtbar, werden jedoch nicht durch herkömmliches Isolierglas durchgelassen. Da findet eine starke Einschränkung statt. Aber gerade diese Wellenlängen oder Lichtwellenlängen sind verantwortlich für den zirkadinen Bereich, also sprich für die innere Uhr des Menschen. Sorgt dafür, wie schlafen wir gut, wie sind wir allgemein gelaunt, sind wir glücklich, sage ich mal. Das Ganze bei diesen bestimmten Wellenlängen haben wir einen Lichtdurchgang von bis zu 81%, der für uns so wichtig ist. Im Vergleich, ein normales 4 mm Flutglas liegt bei ca. 70%, wie auch ein normales Dreifach-Isolierglas. Die liegen alle so um die 70%. Hier haben wir mit einer speziellen Beschichtung einen wesentlich höheren Lichtdurchgang gegeben. Dadurch wird natürlich auch entsprechend vitalisierendes Serotonin freigesetzt. Sie alle kennen Serotonin als auch genannt das Glückshormon. Sorgt dafür, dass wir aktiver sind, uns allgemein wohler fühlen und natürlich sorgt es auch dafür, dass das sogenannte Schlafhormon Melatonin abgebaut wird, wir aktiver werden und natürlich auch gesünder. Hier hat man es nochmal gut im Vergleich. Wir haben hier ein 4 mm typisches Flutglas im Lichtdurchgang bei diesen bestimmten Wellenlängen. Man kann es jetzt hier gut sehen, dass wir bei gerade 460 mm oder Nanometer, wie angesprochen, bei 81% liegen. Die Kurve für ein normales typisches Isolierglas ohne diese spezielle Schicht würde in etwa wie bei dem normalen Flutglas verlaufen. Da geht der Bogen auch bei ca. 70% und knickt wieder ab. Also man kriegt theoretisch
nur mit dieser speziellen Schicht diesen Wärmedurchgang hin oder diesen Lichtdurchgang hin. Natürlich aber auch in Kombination mit dem Wärmeschutz. Wir können einen Wärmeschutz von bis zu 0,5 UG-Wert pro Quadratmeter oder Watt pro Quadratmeter Kelvin erreichen, auf die Verglasungseinheit gerechnet. Motivierter, gesünder und aktiver. Ich habe es schon angesprochen. Das Ganze sorgt dafür, nicht nur gesünder und aktiver zu sein, es bekämpft auch das Serotonin, die sogenannte zum Beispiel Winterdepression oder leichte Depression können schon mit Serotonin bekämpft werden. Jeder kennt es, es ist im Winter mal dunkel, man fühlt sich einfach nicht so gut, wie man sich im Sommer fühlt. Und das Ganze verringert auch Schlafstörungen, wie schon angesprochen. Das Melatonin wird im Körper durch dieses Serotonin abgebaut. In den skandinavischen Ländern ist es so, die kennen die Problematik. Jeder, der schon mal da war, weiß, dass es dort nicht so hell in Anführungsstrichen ist wie hier. Dort müssen die Menschen mit sehr viel Dunkelheit leben. Daher ist in diesen skandinavischen Ländern die sogenannte Lichtdusche als therapeutische Möglichkeit mit eingeführt oder mit akzeptiert. Einfach um auch das Serotonin im Körper, was für den Menschen so wichtig ist, auszuschütten. Das Ganze brauchen wir in Europa aber nicht oder auf unseren Breitengraden Mitteleuropas, weil wir hier auch bei bedecktem Himmel sehr gute Lichtwellen haben. Ja, wie schon angesprochen, dieser niedrige Melatoninspiegel wirkt sich dann natürlich auch positiv auf den Hypothalamus im Gehirn aus. Was ist der Hypothalamus im Gehirn? Der ist das sogenannte Schaltzentrum für das vegetative Nervensystem. Sorgt für die Aktivität des Menschen, für das allgemeine Wohlbefinden, für die Gesundheit an sich und die erhöhte Leistungsfähigkeit. Jetzt können Sie sich natürlich denken, ja gut, mag schon sein, kann man alles an die Folien anschreiben. Aber das Ganze ist auch wissenschaftlich erwiesen. Da gibt es Studien drüber, dass diese Wellenlängen oder dass dieses Serotonin entsprechende Effekte hervorruft. Gibt es noch Fragen zu diesem Wohlfühlglas? Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann würde ich weitergehen zu dem nächsten und letzten Punkt oder Produkt, das Uniglas Safe. Wie schon bekannt, es ist so, dass in der heutigen Zeit Sicherheitsglas einen immer höheren Anspruch nimmt in der Gesellschaft. Dabei muss man unterscheiden zwischen passiver und aktiver Sicherheit. Was ist passive und aktive Sicherheit? Passive Sicherheit und aktive Sicherheit wird unterschieden als Einbruch- oder Personenschutz. Bei der passiven Sicherheit ist es so, dass wir die Personen schützen wollen. Wir wollen zum Beispiel Kinder im Kindergarten schützen vor Glasbruch oder vor einem Splitterabgang, wenn das Glas bricht, damit sich die Kinder nicht verletzen können oder dass sich die Menschen im Allgemeinen nicht verletzen können. Das verstehen wir unter passiver Sicherheit, wenn auch, wenn das Glas kaputt geht, ein Verletzungsschutz geboten ist. Wie schon angesprochen, das Ganze findet Anwendung in Kindergärten, Schulen, Bürogebäuden. Und ist natürlich auch entsprechend in den öffentlichen Richtlinien geregelt, dass man auch diese Produkte verwenden muss. Also es ist kein nice to have, sondern es ist alles in den technischen Regeln festgeschrieben und gesetzlich auch bestimmt, was man verbauen muss und was man bestimmen darf. Aktive Sicherheit. Was ist aktive Sicherheit? Bei der aktiven Sicherheit geht es darum, dass die Verglasung bestimmten Angriffen zur Durchdringung des Glases standhält. Sprich, Gebäude oder Einbrecher, die in das Gebäude wollen, mit bestimmten Werkzeug setzen, sollen die Verglasung nicht durchdringen können. Darüber gibt es geregelte Normen, die durch Anforderungen vom Verband der Versicherer definiert werden. Und es gibt natürlich dann auch folglich eine Einteilung in bestimmte Sicherheitsklassen, wo festgelegt wird, welcher Werkzeugsatz mit welchen Glas entsprechend standhalten muss. Hier haben wir einmal die bestimmten Sicherheitsklassen im Überblick. Die dürfte eigentlich jeder bestimmt schon mal gehört haben. Oder gibt es einen, der diese Einteilung in Sicherheitsklassen, in die neuen RC-Klassen noch nicht gehört hat? Okay. Gibt es da Fragen zu oder ist, sag ich mal, die alte Einteilung, in Anführungsstrichen, die WK-Klassen sind bekannt oder ist das völliges Neuland? Okay, gut, dann einmal
zur Verdeutlichung. Wir haben bestimmte Widerstandsklassen, die definiert sind von diesem Verband der Versicherer. Und die geben halt auch bestimmte Anforderungen an die Verglasungen vor. Wir haben die RC1N-Klasse, ist eine sehr niedrige Widerstandsklasse, hat keine definierten Anforderungen an die Verglasung. Und Anwendungsbeispiele sind zum Beispiel einfachste Maßnahmen zur Einbruchverzögerung. Das kann dann aufs Gesamtelement gesehen sein, zum Beispiel einfach ein verbesserter Beschlag, der entsprechenden Schutz bietet und diese RC1-Klasse erfüllt. Dann die RC2-Klasse. Da ist es so, dass die bestimmten Anforderungen an die Verglasung schon fest definiert sind. Also man braucht ein P4A-Glas. Was ist P4A-Glas? Verbundsicherheitsglas dürfte für alle ein Begriff sein. Oder gibt es auch jemanden, der das noch nicht gehört hat? Okay, gut, Verbundsicherheitsglas ist allgemein bekannt, das Prinzip. Beim P4A ist es so, dass wir eine bestimmte Anzahl an Folien brauchen, um diese Klassifizierung zu erreichen. Da ist es so, wenn man jetzt guckt, es wird immer entsprechend höher definiert. Vom P4A zum P5A, dann springt es in die nächste Klasse zum P6B-Glas. Heißt vereinfacht gesagt, wir brauchen immer mehr Folien im Verbundsicherheitsglas, um entsprechend den erhöhten Einbruchswerkzeugen der Täter standzuhalten. Das kann von, wie hier schon gesagt, von freistehenden Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern bis über exklusive Wohnvillen und Wohnhäuser für Museen und Galerien zu Juwelieren und Rechenzentren weiterreichen. Noch weiter nach diesen Klassen kommen dann auch sprengstoffhemmende Klassen. Also da gibt es Glas, was wirklich Sprengstoffangriffe oder Beschussangriffe standhalten muss. Wird auch oder wurde früher viel in Banken eingesetzt, an Schalterverglasungen. Der heutige Trend geht da immer weiter von zurück. Aber es gibt da bestimmte Klassifizierungen für. Da wird geguckt nach Kalibergröße, was für eine Verglasung, was für eine Verbundsicherheits- oder was für eine Verbundfolie muss als Einlage zwischen dem Glas erforderlich sein. Bei diesen hohen Klassen ist es sogar so, dass kein normales Glas mehr ausreicht, sondern dass ein Polycarbonat mit in das Glas einlaminiert werden muss. Ja, was sind Sicherheitsgläser? Es gibt, oder wie unterscheiden sich Sicherheitsgläser? Es gibt das allgemein bekannte ESG-Glas, das Einscheibensicherheitsglas. Prinzip des ESG-Glases ist es so, dass ein Flotglas erhitzt wird und hinterher sehr schnell abgekühlt wird, um eine andere thermische Struktur innerhalb des Glases zu kriegen. Das sorgt dafür, dass das Glas wesentlich stoßempfindlicher ist als normales Flotglas. Also man kann bei einem ESG-Glas theoretisch mit einem Hammer raufhauen und die Scheibe würde nicht kaputt gehen. Das Ganze allerdings nur muss man immer beachten mit der flachen Seite vom Hammer. Man darf ESG-Glas nicht mit spitzen Gegenständen oder spitzen Angriffswerkzeugen angreifen, denn zerspringt das Glas sofort. Einfach aus dem Grund, weil diese Spitze denn wesentlich komprimiert auf die Fläche gesehen eine andere Kraft ausübt als die flache Seite des Hammers. Deshalb ist auch aus dem Grund ESG im Kantenbereich sehr anfällig. Jeder, der schon mal eine ESG-Scheibe montiert hat und wo blöd angeeckt ist, wird feststellen, dass die ESG-Scheibe sehr schnell kaputt ist und zerspringt. Vielleicht hat es ja schon mal einer erlebt. Nicht schön. Ja, dann gibt es nach dem ESG oder ein anderes Produkt zum ESG, ein Teil vorgespanntes Glas. Es wird auch wie das ESG-Glas vorgespannt, aber es wird nicht schnell abgekühlt, sondern es findet ein anderer Abkühlungsprozess statt, was dann auch wiederum eine andere Teilstruktur innerhalb des Glases hervorruft und dann ein anderes Bruchbild auch hervorruft. Beim ESG ist es ja so, das Glas zerspringt in viele kleine Krümel, um die Verletzung zu minimieren. Beim TVG ist es so, dass noch große Bruchstücke erhalten bleiben, um eine gewisse Resttragfähigkeit zu erhalten. Jeder kennt es, wenn man eine Dachverglasung einbaut, muss als unterste Scheibe immer mindestens ein VSG sein beim Isolierglas oder beim Monoglas muss es immer ein Verbundsicherheitsglas sein. Jetzt gibt es natürlich aber auch Dachscheiben, die zum Beispiel geklemmt werden sollen oder wo Bohrungen drin sind, wo auch ein Ofenrohr durchläuft zum Beispiel. Da ist es so, das geht nicht mit normalem Flotglas. Einfach wie beim Ofenrohr diese erhöhten Hitzewerte, dass die Verglasung die aufnehmen kann, müssen wir das Glas vorspannen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat
in einer Dachscheibe eine ESG oder ein Verbundsicherheitsglas aus ESG und das Ganze würde kaputt gehen. Dann hat man viele kleine Krümel, die an der Folie haften, aber die können von oben natürlich keine Schneelasten zum Beispiel mehr aufnehmen. Das heißt, das Glas würde in den Raum runterfallen und im schlimmsten Fall ja, würde es Menschenleben gefährden. Daher das Prinzip TVG. Es ist ein vorgespanntes Glas, aber es hat noch große Bruchstücke, ähnlich wie beim normalen Flutglas, was eine gewisse Resttragfähigkeit bietet. Dann ein weiterer Punkt des Sicherheitsglases ist das ESG mit Alarmfunktion. Da ist es so, dass wir ein ESG-Glas haben, was mit einer entsprechenden Alarmspinne versehen wird, die einen Alarm auslöst, sobald diese Scheibe kaputt geht. Das kann natürlich vollautomatisch in die Alarmanlage mit eingebunden werden. Da unterscheidet man dann auch, man kann sich das so vorstellen, mit einer sichtbaren und unsichtbaren Alarmspinne. Die klassische unsichtbare Alarmspinne findet immer im nicht sichtbaren Bereich oder Randverbund des Isolierglases den Aufdruck und sorgt letztendlich dafür, wenn diese Scheibe kaputt geht, dass der Stromfluss unterbrochen wird und ein Alarm ausgelöst wird. Jetzt kann man sich natürlich denken, gut, die Einbrecher oder man sieht gar nicht, dass da eine entsprechende Alarmfunktion gegeben ist, schreckt natürlich nicht ab. Man will natürlich erst gar nicht, dass es so weit kommt, dass überhaupt Einbrecher ins Gebäude versuchen einzudringen. Deshalb gibt es hier eine sogenannte klassische Alarmspinne noch im sichtbaren Bereich. Man kann sich das vorstellen, die hat keine Funktion, es ist letztendlich ein Dummy, der aufgedruckt wird auf die Verglasung, der aber widerspiegelt oder sinnbildlich zeigt, Achtung, diese Scheibe übernimmt eine Alarmfunktion oder ich löse einen Alarm aus, wenn du mich zerstörst. Also das schreckt schon viele Teilnehmer ab oder viele Angreifer ab. Man kennt das ja auch, man sieht es an vielen Scheiben, immer werden nachträglich sogenannte Glasbruchmelder aufgeklebt. Prinzip ist das gleiche, wenn natürlich die Scheibe kaputt geht, wird der Alarm ausgelöst, kann natürlich nicht in die Alarmanlage mit integriert werden und ist natürlich auch problematisch, wenn sich das Ganze um eine normale Flutglasscheibe handelt und das Bruchbild nicht durch diese Alarmgeber läuft, dann löst natürlich auch der Alarm nicht aus und der Einbrecher hat leichtes Spiel und ist vielleicht sogar noch hinterher, sagen wir mal, mehr motiviert oder so ein bisschen belustigt sogar, dass er da getäuscht wurde. Und ja, lässt es vielleicht sogar noch weiter drauf ankommen, um in das Gebäude einzudringen. So, wie schon gesagt, Einbruchschutz oder Sicherheitsschutz wird in Deutschland immer wichtiger. Ich habe hier eine Statistik die polizeiliche Kriminalstatistik einmal mitgebracht. Da können wir einmal sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir sehen hier unten einmal die versuchten Einbrüche von 2001 bis 2015 abgebildet und die tatsächlichen Wohnungseinbrüche. Wie man sieht bei beiden Statistiken, es wird immer mehr versucht einzubrechen und in den meisten Fällen schaffen die Einbrecher das dann auch tatsächlich. Wir hatten in 2015 167.136 Einbrüche. Oder es sind nicht Tausende, es sind sogar Millionen Einbrüche. Das entspricht einem Einbruch in Personen- oder Bürogebäude oder öffentliche Gebäude in allen 3,5 Minuten. Also alle 3,5 Minuten findet in Deutschland ein Einbruch statt in Gebäude. Wenn man sich das mal umrechnet, was für ein Schaden dadurch entsteht, es ist ja nicht nur der Sachschaden, der entsteht, sondern allgemein auch das, was entwendet wird, was noch zerstört wird oder vielleicht sogar Personenschaden. Wir hatten in 2015 einen Schaden von 480 Millionen Euro nur durch Einbrüche. Natürlich, wenn man jetzt eben gesehen hat, wenn man nochmal guckt, mit so einem Alarmglas, was man natürlich denn in Anführungsstrichen sehr leicht mit einbeziehen kann in die Planung von Anfang an, um da entsprechend gleich mit vorzubeugen oder Folgeschäden zu vermeiden. Wenn man sich das jetzt mal ausrechnet, was theoretisch so eine Alarmscheibe kostet, im Vergleich zu einem Einbruch, wenn ein Einbrecher tatsächlich in das Gebäude kommt, steht da Kosten und Nutzen einmal in einem sehr guten Verhältnis. Dann Schwachpunkt oder für die Einbrecher immer häufigster
Tatgegenstand, um in das Gebäude einzubrechen, sind einfach die Fenster und Balkontüren. Also die Einbrecher sind in dieser Statistik in 71% der Fälle immer über die Fenster oder Balkontüren in die Gebäude eingebrochen. Dabei ist in den meisten oder in den wenigsten Fällen ist gar nicht mal das Glas die Schwachstelle, weil die Einbrecher einfach schon wissen, dass es jetzt bestimmte Sicherheitsklassen, was die Verglasung gibt oder was die Verglasung angeht, gibt. Deshalb gehen die für Einbrecher in den meisten Fällen nur noch über den Rahmen an sich, weil einfach viele noch nicht in Altbauten nachgerüstet haben und einfachste Standardbeschläge drin haben, wo man natürlich, jeder hat es schon mal im Fernsehen gesehen, zum Fenster sehr leicht aufhebeln kann. Also da haben Einbrecher, die da geübt sind, innerhalb von ein paar Sekunden ein Fenster oder so eine Tür aufgehebelt, ohne Lärm zu hinterlassen. Und wenn sie nicht durchs Glas gehen, können sie sich natürlich auch nicht verletzen und können dann entsprechend sich frei in der Wohnung austoben und ja, klauen, was sie wollen. Ja, von meiner Seite vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es dazu noch Fragen?